Jo, willkommen zurück zu Lego City Undercover. Wir müssen Mo im Meerestunnel treffen, beim Eingang. Und ja, ich bin hier schon mal vorausgefahren. Dann soll ich jetzt mit dem Auto einfach rüberbrettern? Ja, machen wir einfach. Ja, okay, das ging nicht lange gut. Ja, hoffe ich mal, dass ich jetzt hier nicht gefressen werde. Wir haben das hier ja schon mal gehabt. Nö, aber geht gut. Hey Chase. Ich hatte mir den Tunnel echt schicker vorgestellt, so reich wie Blackwell ist. Der ist ja schließlich auch noch nicht fertig. Nach dem Skandal hat Blackwell das Interesse am Bauen verloren. Ach ja, was war da eigentlich los? Bitte? Hast du die letzten Jahre in der Höhle gelebt? So ähnlich. Blackwell wollte diese riesige Wohnsiedlung inklusive Einkaufszentrum oben im Bluebell-Nationalpark bauen. Aber dann hat dort jemand eine seltene Eichhörnchenart entdeckt und aus war der Traum. Zu dem Zeitpunkt hatte er aber schon Milliarden in den Bau der Blackwell-Brücke investiert. Das muss ihn ziemlich getroffen haben. Oh ja, er war alles andere als begeistert und hat gesagt, er würde nie wieder bauen. So, jetzt sind wir lieber still. Ich fand den Tunnel eigentlich ganz hübsch design vom Spiel, muss ich sagen. Klau den Inhalt vom Blackwell Safe. Okay, wir müssen wieder was klauen, dann machen wir das doch mal. Auf altbekannte Art und Weise hier. Jo, wieder schön was zusammenbauen. Mit dem Räuber hier was auseinander pflücken. Boah, das müssen wir immer schon oft switchen, ne, zwischen unseren Sachen. Wer hatte nochmal die Axt? Der Feuerwehrmann, ne? Ja. Bam, 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 bam. Tür auf, bitte. Danke. Danke, danke, danke. Hier ist es sonderbar ruhig. Vielleicht sind Blackwell-Leute im Urlaub. Ja, okay, die haben alle gleichzeitig Urlaub. Läuft bei denen. Ah, da kann doch schon wieder irgendwas nicht stimmen hier. Vielleicht auch nicht. Hör, da sind sie ja. Doch kein Urlaub. Die haben hier Meuterei betrieben, Leute. So, was geht bei dir ab? Zack. Und tschüss. Nein, was ist denn der Scheiß? Komm ich da wieder hoch? Nein, natürlich nicht. Ey, komm, halt dich da noch fest. Ach, Mensch. Das ist scheiße. Was soll das denn? Komme ich da jetzt wieder hoch irgendwie? Ja, da ist eine Leiter. Okay. Nichts passiert, alles gut. So, Feuer löschen ist am Start. Ja, ich habe gerade überlegt, wie macht man das nochmal? Ah, dieses Feuerlöschen ist komisch in dem Spiel. Ich bin da doch voll drauf. Warum wird es nicht weniger? Guck doch mal. So, jetzt. Mensch. So, wir haben irgendwas zugedreht, aber was? Ah, okay, der Wasserfall wird somit gestoppt. Können wir endlich mal wieder unseren Greifhaken benutzen. Und wieder zum Feuerwehrmann switchen. Alter. Na, jetzt übertreiben wir mal ein bisschen. So, was geht hier drinne? So, Luke auf. Und wieder was zusammenbasteln. Dieses Zusammenbasteln kann zum Glück jeder Charakter, also jedes Kostüm, welches ich besitze. So, hier rum. Da sind wieder ein paar Sicherheitskräfte. Nimm das, du kleiner Knecht. Boom. Und tot. Tja, hätte sich mal lieber verhaften lassen sollen. Oh, wieder was zusammenschnüstern. Rot, gelb, blau, grün. Rot, gelb, blau, grün. Wie früher bei Super Toy Race.
Auf Super RTL. Ach, was eine Zeit, Leute. So, was passiert hier jetzt? Okay, ja, sehr logisch. Hebel runter. Mensch, da war noch was drin. Ich möchte es wieder haben. Ja, genau. Okay, aber hier kann ich nichts weiter drin machen. Dann mache ich das doch wieder runter. Ach so, dieses Rad muss ich da hinten wahrscheinlich einfügen, ja. Okay. Ich verstehe. Ach man, ich muss das vielleicht auch denn drehen. Das kann er ja wohl zeitgleich machen. Okay. Dann machen wir es halt selber. Oh, und die Brücke erscheint. Wo bin ich? Ach, da unten links. Ich will gerade sagen, was? Oh nein, wieder die Sicherheitskräfte. Ich zittere vor Angst. Mir ist so kalt, dass ich zittere. So. Wir brauchen wieder so eine Kiste, Leute. Sogar der Farmer wird hier gebraucht. Mit denen hätte ich hier jetzt am wenigsten gerechnet. Wir müssen wahrscheinlich irgendwie die Elektrizität unten am Tor abschalten. Und ich glaube, hier sind wir auf einem guten Wege. Oder wir umgehen die einfach, indem wir von oben den Raum stürmen. Ja, und so ist es. So, Farbkanone. Farbe auf Rot geswitcht. Läuft bei uns. Tür geht jetzt auf. Ah, da ist die Kiste, die wir brauchen. Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Komm schneller. Chase McCain. So, was passiert jetzt? Den Code eingeben, Leute. Den kennen wir aus dem Kopf. Volles Mitgehen. Such nach was Glitzerndem. Wäre ich ein Zurück. So, und jetzt sind wir schon hier angekommen. Wäre dann mein Safe. Ah, natürlich. Okay. Was geht denn hier ab? Eine Jukebox oder was ist das hier? Ja, das lenkt sicher gar keine Aufmerksamkeit auf mich. Nee, gar nicht. Wir löschen mal das Feuer in der Hoffnung, dass es was bringt. Wenn ich es denn gelöscht bekomme. Kann ein bisschen dauern, Leute. Lehnt euch zurück. Genießt die Vorstellung hier. Ne, hier noch so ein bisschen, da noch. Da noch ein bisschen, hier. Und, ja. Ja, das hat natürlich jetzt auch schon wieder... Ach man, komm, löscht das Feuer und gut ist. Das ist das Schwerste am ganzen Spiel. Feuer löschen. Ich gehe jetzt so rein. So, scheißegal, ey. Das hätten sie auf jeden Fall besser lösen müssen. Ich verstehe auch nicht, warum das Feuer nicht einfach ausgeht. Ist ja nicht so, dass ich das gar nicht treffe, das Feuer. Also ich bin da ja schon drauf mit dem Wasserstrahl. Wo soll das jetzt hin? Ach, da hinten. Komm, beweg deinen Arsch, Chase McCain. Okay, bevor ich das mache, zerdeppere ich hier noch ein paar Sachen. Wie ging nochmal der Flohwalzer? Ja, zeig, was du kannst. Okay, langt auch, danke. Oh, das ist eine Polizeimarke. Ein Viertel davon. So, raus auf den Balkon. Was geht hier ab, Leute? Schöne Aussicht. Ich box mich hier mal ein bisschen. Noch eine Polizeimarke? What the fuck? So, den Fernseher wollen wir auch noch zerstören, ne? Jo. Da kenne ich nichts, Leute.
Kriegen wir hier einen Farbwechsler gebaut. Noch habe ich nicht herausgefunden, wofür wir den brauchen. Das ist doch mal ein sinnvoller Ort für einen Safe. Genau. Sehr sinnvoll. Scout-Auto! So, da haben wir nicht den richtigen Charakter für. Ja, dieses Bild ist auch wenig verdächtig da oben und vor allen Dingen, dass da auch Steine hinführen. Ah, da kann ich meinen Haken verwenden, okay. So, da holen wir wieder unser Anzeigegerät raus. Dim, 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 dim. Wo führt es lang? Da. Ah, hier bauen wir so einen zweiten Schalter auf. Gut, jetzt sollten wir das Tor hier knacken können. Aber ich werde wohl nochmal hier die Farbe wechseln, weil das wird ja irgendeinen Grund haben. Hä? Es geht wieder auf Rot. Haben wir ja vorher schon. Sinn ist da irgendwo nicht gegeben. Aber okay. So, jetzt haben wir hier die grünen Punkte eröffnet. Jetzt können wir die abschießen. Sehr gut. Oh oh, ich hab Gesellschaft. Sesam, öffne dich. Oder einfach, öffne dich, wenn du eine Sesamallergie hast. Wow. Sesamallergie, alles klar, kann man mal sagen. Kein Wunder, dass Vini diesen Ort im Auge hatte. Zack, 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 zack. Tekken-Move, Leute. Und weg damit. Oh ja, hier kann man es auf jeden Fall aushalten. Oh oh. Wer bist du? Eindringling entkommt. Verfolgung aufnehmen. Das sieht nach einer Flucht aus, Leute. Jo. So macht man das. Ziel erfasst. Läuft bei denen. Blackwitz Villa. Einbruch. Level abgeschlossen. Das ging doch auch wieder relativ fix eigentlich. Und jetzt müssen wir uns wohl auf die Flucht begeben. Obwohl, wenn die mit ihrem Rennbike da so hinterher kriechen, wie gerade angezeigt in der Sequenz, denn ja, muss ich mich eigentlich nicht beeilen mit der Flucht. Schauen wir mal, was das Spiel jetzt hier für uns parat hält. Chase, ich versuche immer noch, diese Typen loszuwerden. Bist du entkommen? Ja, aber hinter mir sind sie auch her. Okay, wir treffen uns am südlichen Ende der Promenadengärten im Zentrum. Alles klar. Entkomme den Wachen, ich hab schon geahnt. Aber so richtige Gefahr verspüre ich nicht gerade. Wo sind die denn? Einen habe ich gerade gesehen, an dem sind wir so vorbeigepäst. Ja. Also sie scheint sich wirklich eilig zu haben, mich zu verfolgen. Und sonderlich schnell komme ich mir jetzt auch nicht vor mit meinem Motorrad hier. Was scheint für die zu lang. Richtige Spannungsmusik und Verfolgung sozusagen Fehlanzeige. Ach, da ist einer. Tschüss. Also wer sich hier schnappen lässt, der ja, hat das Spiel auf jeden Fall noch nicht verstanden. So,
So, ist der Zielpunkt jetzt so weit weg hier, oder was? Oder was ist hier los? Ach, da sehe ich schon auf der Karte. Okay. Komm, zieh Leine da mit deinem Auto. So, hier noch rum. Und dann müsste es hier um eine Ecke sein. Jo, ich steige ab, Leute. Da sind wir doch. Ah, ganz plötzlich sind sie alle da. Und ich kann hier nicht raus. Boom. Body Slam. Was mache ich mit euch? Oh. Komm schnell verhaften. Die habe ich ja fast alle gleichzeitig vernichtet, ey. Die Armen. Oh, Leute, das war ein kurzer Prozess. Okay, die tun so, als ob die jetzt viel stärker wären. Komm, was willst du hier? Verzieht euch! Bam! Mann, die stehen alle im Weg hier. Dann kann ich die nicht so schnell verhaften hier. Egal, dann töte ich sie einfach! Ey, nicht switchen, Leute! Bin ich gerade gestorben? What the hell? Bin noch nie hier in dem Game gestorben. Das geht? Krass, Leute. Aber große Auswirkungen scheint das nicht zu haben, wenn man hier mal drauf geht. So, jetzt kann ich hier einen festnehmen. Sehr gut. Und gleich den nächsten hinterher. Yes! So, zack. Das sollte es gewesen sein. So, es ruft uns jemand an. Mo, der Luca. Promenadengärten? Schön wär's. Diese Kerle haben Leute an den Docks postiert, um mich aufzuhalten. Kann also noch eine Weile dauern. Fahr zu Vinny. Ich habe bei ihm angerufen, aber er ist nicht rangegangen. Nicht mal, um mich anzubrüllen. Da stimmt was nicht, Chase. Ich werde nach ihm sehen. Geh zu Papa Lardos Eisdiele. Oh, Vinny. Scheint etwas passiert zu sein. Oh, die haben hier ihre Fahrzeuge für mich stehen gelassen. Sehr nett. Nö, 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 nö. Zick. Und ab geht die Post. Läuft eigentlich ganz gut hier in dem Part gerade. Wir kommen schnell durch. Haben nicht allzu große Probleme. So, hier noch ein paar Gebäuderahmen, ein paar Lego-Steinchen nebenbei einsammeln. Ich komme so langsam vor mit dem Ding. Kein Wunder, dass die mich vorhin nicht eingeholt haben. Die lahmen Enten. Ey! Ja, allerdings. Richtige Schleuderträumer. Trauma. Ja, Leute, ich bin schon so ein bisschen am Überlegen, wann dieses Spiel wohl zu Ende ist. Wie lange das geht. Wir gehen ja hier instant durch die Story durch. Ohne viel nebenbei zu machen. Und ja, ich habe irgendwie das Gefühl, so langsam nähern wir uns dem Ende. So vom Feeling her. Ich weiß, kann halt auch gar nicht einschätzen. Ja, wie lange dieses Spiel wohl geht. Ist halt ein Lego-Spiel. Es wird ja jetzt auch nicht übertrieben lange gehen. Und so ein paar Parts haben wir hier ja auch schon. Dürfte ja jetzt auch schon Part 21 sein. Ey! Komm, hier hochquälen. Naja, bleibt abzuwarten. Haben wir Rex Fury wieder in Gefangenschaft nehmen. So, auf jeden Fall sind wir jetzt da hier. So, da bin ich doch. Okay, muss ich hier jetzt noch einen auf den machen, hier in der Eisdiele. Okay, Leute, wir brechen hier ein. So, wie kommen wir da jetzt am besten hin? Hä? Ach so. Von hier. Oder? Ja.
Das sieht doch am besten aus. Hops, 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 hops. Und da können wir wieder unseren Kuhfuß benutzen, aber nicht mit dem Zivilisten. So, wo haben wir ihn denn? Unseren Räuber, da ist er. So, gehe ich da jetzt schon rein? Nein, gehe ich nicht, denn ich werde noch diese Pflanze gießen hier. Komm, Blume, wachs. Komm, Blume, wachs. Ich will nach oben zum Schweinchen. Ein Schwein. Yeah. Ja, das hat irgendwas mit dieser Schweinskanone zu tun, ne? Komm, wir bringen mal ein Schwein weg, Leute. Oh, okay, ich wollte hier erst runterspringen. Das haben wir zum Glück gespart. Die Musik ist aber echt nicht verkehrt. Hä, was geht denn für einen Weg, ich Idiot? Ist falsch, oder? Och nö, mach ich doch jetzt nicht diesen. Ah, ne, das ist es doch. So richtig. Was erzähle ich denn da? Und rein mit dir. Quiek, alles gut? Mit dem Huhn. Das ist so brutal. Kann man das sehen? Leider nicht. Schweine zurückgebracht. 1 von 22? Was? Sind die behindert? Ist das nicht ein bisschen viel? Aber es scheint für jedes Schwein einen goldenen Stein zu geben. Weil wir haben jetzt beim ersten Schwein direkt einen Stein bekommen. Ja, okay. Müssen sie wissen. Aber es kann natürlich auch eine lästige Aufgabe werden. Wenn man die jetzt... ja, verfolgt. Jetzt habe ich allerdings ein Problem. Wo muss ich denn jetzt nochmal hin? Wieso wird das jetzt nicht angezeigt? Es wird doch immer angezeigt. Bitch, ich hasse das. Ich weiß das ganz genau. Oh, mach doch nicht diesen jetzt hier. Nehme ich sie selbst runter. Immer noch besser als mir selbst. Ja, das da hinten ist ja unser Anfangsgebäude. Das muss hier ja irgendwo in der Nähe gewesen sein. Ja, okay. So, Leute, was ist denn los hier jetzt? Ich habe ja jetzt hier komplett die Orientierung verloren, nur weil ich dieses scheiß Schwein zurückgebracht habe. Es gibt Sachen, die hätte man sich sparen sollen. Aha, da ist er, die Eisdiele wieder, okay. Gut, ich habe jetzt schon befürchtet, ich muss hier sehr lange suchen. Aber das hat sich zum Glück nicht bewahrheitet, so. Ja, komm rüber da. Sehr gut. Hier wieder hoch. Wieder unseren kleinen Hüpfparcours hier. Und dann gehen wir da doch einfach mal rein. Spezialauftrag Nummer 11. Alle wollen sie Eiscreme. Ja, hätte ich jetzt auch geringfügig Lust zu. Da sind wir. Hey, ihr Raudis. Hey, ich will auch Eis. Was machen die da drin? Winnie! Wäre ein Fehler, wenn Rex rausfindet, dass ihr... Hahaha! Wer glaubst du, hat uns geschickt? Was? Warum hat... Oh, sorry. Wie war das? Ich höre dich nicht. Ups. Hab den Griff abgebrochen. Ich sagte... Warum? Okay, wie schnell friert er ein? Ausholen. Okay, Leute, wir müssen wenig schnell aus dieser Gefrühtruhe da rausholen.
oder Gefrierraum. Und zwar sehr schnell, sonst wird Winnie sterben und das werden wir denn vielleicht im nächsten Part sehen. Wir werden Winnie auf jeden Fall befreien, Leute. Haut rein, bleibt gesund. Ciao.